Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Apple, das ist eine ganz interessante Geschichte. Die amerikanische Regierung macht jetzt Druck auf Irland. Warum? Weil in Irland natürlich Apple zieht den großen Teil, einen großen Teil seiner ausländischen oder seiner nicht amerikanischen Gewinne über Irland, um dort um Steuern zu sparen, international, auch übrigens in Amerika. Und jetzt gibt es da eine Strafzahlung, die ansteht im Milliardenbereich, weil hier oder nicht zulässige Subventionen gezahlt worden sein sollen seitens Irland an Apple, aber auch Umgehungstatbestände. Und jetzt soll hier Apple entsprechend einige Milliarden bezahlen. Jetzt macht die US-Regierung Druck auf Irland, hier jetzt nicht einseitig hart gegen amerikanische Unternehmen vorzugehen, fordert einen respektvollen Umgang mit Apple und so weiter und so weiter. Also das ist genau der Grund, warum die amerikanischen Unternehmen so viel erfolgreicher in ihren Bilanzen sind als andere auf der Welt. Erstens, es ist die Rechts- und Planungssicherheit, die Unternehmen brauchen, und amerikanische Unternehmen haben maximale Rechts- und Planungssicherheit. Sie müssen nicht damit rechnen, dass irgendwo eine korrupte Hand aufgeht in Amerika. Sie müssen nicht damit rechnen, dass die Gesetze zu ihren Ungunsten verändert werden. Im Gegenteil, wenn, dann werden sie zugunsten der großen Konzerne geändert. Und wir haben eine Regierung, die international massiven Druck auf sämtliche Staaten und andere Unternehmen, VW, ausübt, um Konkurrenz aus dem Weg zu räumen und die Märkte und die Regularien für die eigenen amerikanischen Firmen möglichst komfortabel zu gestalten. Und das bringt solche Wettbewerbsvorteile, dass natürlich auch die Bilanzen besser aussehen. Und deshalb sind die amerikanischen Aktienmärkte besser am Laufen, deshalb sind die amerikanischen Unternehmen profitabler und erfolgreicher. Das ist auch geostrategische Politik, weil wenn die eigene Wirtschaft machtvoll ist, dann hat man natürlich auch international politische Macht. Also, das spielt alles mit rein, warum es durchaus Sinn macht, amerikanische Unternehmen im Depot zu haben, statt andere aus Russland, aus China, aus Südamerika oder auch aus Europa, wo eher gegen die Unternehmen entschieden wird oder denen mehr Probleme gemacht wird. Oder zumindest auch diese Staaten nicht so mächtig sind, international den eigenen Unternehmen den Weg freizuräumen. Und wenn wir sehen, wie sich die Bundesregierung gestellt hat, als es um die VW-Klage ging, wie die anstatt VW zu unterstützen, denen noch zwischen die Beine getreten haben, dann wissen wir, was da passiert. Stellen Sie sich fest umgekehrt vor, wie Amerika General Motors in Schutz genommen hätte, wenn das andersrum gewesen wäre. Das nur mal zum Verständnis, was dahinter steht. Ob man das gut oder schlecht findet, sei dahingestellt, aber nur zum Verständnis, warum die amerikanischen Unternehmen in vielen Bereichen einfach so viel besser dastehen. Das ist nicht, weil die alle viel schlauer sind, sondern weil die Rahmenbedingungen auch der Politik für die natürlich wesentlich eleganter sind.